Freunde, hier ist wieder euer Thema und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Modern Warfare 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spielen wir wieder mal den DMZ-Modus. Alamasra, ja. So, Aufträge schließen, Aufträge aktiviert zwei Drohnentürme. Genau. Ausrüstung. Ich nehme, glaube ich. Ah, ne, Munitionskiste ist noch nicht freigeschalten. Dann Trophy System. Primärausrüstung. Granate, Stim, das ist gut. Ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Waffen. Ich habe ein bisschen privat noch ein bisschen geübt. Aber ich hoffe, es stört euch nicht groß. So, Ausrüstung. RPK, ja, das klingt auch gut. So, nehmen wir mit. Bestätigen wir jetzt. Levi ist heute auch dabei. Also, mein Kollege, von dem ich gesprochen habe, letzte Folge, ist jetzt auch dabei. Der wird mich in Zukunft unterstützen. Im DMZ-Modus, weil DMZ-Modus ist in Solo ein bisschen schwieriger. Aber, ja, er ist jetzt dabei. Und hilft mir da ein bisschen. Und werden da zusammen mehrere Sachen freischalten und einfach ein bisschen spielen und Spaß haben. Auf jeden Fall, also, schließe den Auftrag erfolgreich ab. Mal schauen, welchen Auftrag wir gerade in der Nähe haben. Noch kurz zur Erklärung, Slevy wird nichts sagen. Er hat nicht so Lust gerade zu reden. Und darum wird er meistens einfach stumm sein. Er hört einfach mich, wie ich Fehler gebe und so. Also, sage wo was ist, aber sonst werdet ihr ihn mal nicht hören in naher Zukunft. Willkommen in Al-Masra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für Zugang zu neuen Missionen. So, wir sind drin. Rechnet mit Kontakt. So, wo sind wir hier? Okay. Da ist ein Drohnenturm. Muss ich aktivieren? Gehen wir mal darüber. Mal schauen. So. Da sind noch Gebäude. Will ich noch kurz rein? Noch kurz schauen, was da drin ist. Vielleicht mal eine zweite Waffe oder Wiederbelebungskit. Oh shit, falsche Taste! Nice, gerade kurz die Granate verschwendet. So, zweite Waffe, sehr gut. So, ist hier... Ah, hier, Medikit. Ein E-Fuck. Ich weiß nicht, was ein E-Fuck ist, aber... Mal schauen. So, Drohnenturm da drüben. Aktiviere ich den kurz. Mal. Schauen wir mal. Was hier so abgeht. So, da drüben sind noch ein paar Gegner. Gott! Was die Tür weggesprengt? Okay, der ist tot. So, kurz schauen. Da wäre ein Auftrag. Und vor uns auch... Shit, falsche Taste gedrückt. So, schauen wir mal. So, mal Richtung Auftrag noch über die Tankstelle. Vielleicht finden wir noch ein Auto, das wir betanken und reparieren können. Das wäre noch gerade gut. Könnte man diesen
Auftrag noch gerade kurz machen, aber hier sieht's. Okay. Oh shit, Hubschrauber. Wo ist der Gegner? Da unten. Ah, shit, hinter uns. Oh, shit. Shit, 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 shit. Uff. Ey, fast tot. So. Ich habe auf jeden Fall einen Kanister, aber kein Auto. Das ist ein bisschen belastend. Trenngas. Na, ich will nicht den behalten. Fahrzeug gefunden. Fahrzeug? Ah, da kommt eines. Ja, gut. Überlebt das Auto das oder? Ah ja, das Ding lebt noch. Der bleibt hier einfach sitzen. So. So, dann durch die Tankstelle kurz hindurch. Komm schon. Oh mein Gott, dieses Auto kann man nur so schlecht fahren. Hat das gezählt? Ja, das hat gezählt. Dann fahren wir jetzt zum Auftrag und dann tanke ich es noch. Mit dem Kanister. Dann wäre dieser Auftrag geschafft. So. Inventar. Auftanken. So, ich glaube, das hat... Ja, das hat geklappt. Auftrag abgeschlossen. Perfekt. Wein. Sehr nice. Auftragstelefon. Kommando an Ultra 1. Die Aufklärung hat eine AQ-Festplatte geortet. Sicherstellen und Inhalte hochladen. Zielgebiet ist auf der Taktikkarte markiert. Wird hier noch eine Glühbirne? Kann man für genau gar nichts brauchen. Wertlos. So, da drüben. Und ab ins Auto. So, fahren wir mal in diese Richtung hier. Ab durch die Dünen. Irgendwo hier sollte das Ding sein. Gefunden! Schraubenschlüssel. Warum liegt ein Schraubenschlüssel im. Ein Schraubenschlüssel, ein Schraubendreher im Computer? Was zur Hölle? Oh Gott, Raketenwerfer! Da drüben sind noch alle. Bots. Steig ein, wir fahren rüber. Da drüben ist auch der Turm. So. Ey, was ist das für ein scheiß Auto, Mann? So, komm schon. Usch. So. Drohnenturm. Ahoi. So, dann hoch hier. Mal hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden. Wäre sonst ein bisschen kritisch. Aber Bots sieht es aus, als wären gerade keine in der Nähe. Hallo? Ah. Leiter von dieser Seite benutzen.
So, gut. Upload starten. So, das Ding wird abgeloadet. Sichere den Perimeter, bis alles hochgeladen wurde. Ja, die Kiste ist verschlossen. Da kommt ein Truck. Da unten. Übertragung abgeschlossen. Gut gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schlecht. Ja gut. So schnell kann's gehen. Shit. Schade, schade. Aber GG. Aber ja, wie gesagt, wir sind keine Profis. Ah, das war ein Spieler. Oh. Und Spieler hab's genommen. So, ja. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben alles freigeschaltet. Level 12, perfekt. Level 3, was ne? Und RPK Level 5, perfekt. So, noch einen zweiten Token. So, mal schauen. So, Fraktionsmissionen. Da müssen wir noch lässiger Läufer. Verkaufe ein wertvolles Objekt an einer Vorratsstation. Kaufe ein Objekt an einer Vorratsstation. Nehmen wir den noch und den können wir noch nicht nehmen, weil uns noch ein Auftrag fehlt. Genau. Und das ist noch nicht freigeschaltet, weil wir da die Startmission noch machen können. Müssen. Gut, dann machen wir doch noch gerade eine weitere Runde. Ja, machen wir noch eine weitere Runde. Massera bestätigen. Ausrüstung. Was nehmen wir? Ich nehme da die Wasnef, die krüppelige, die ich noch gerade dabei habe. Stim. Granate und das Trophy System, oder? Ja, ich hätte schon gesagt, sonst ist nichts eigentlich gerade gut. Ja, genau. Gehen wir rein. Und schauen mal noch. Noch einen Drohnenturm brauche ich und noch dieses wertvolle Objekt. Also die müssen wir eigentlich nicht machen, wir müssen nur den Drohnenturm machen. Dann haben wir, glaube ich, schon die Hauptmission freigeschaltet, wenn ich mich richtig entsinne. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. So, wir sind... Oh Gott, nee. Mitten in Al-Masra City, das kann so nicht sein. Das ist Todesurteil. Ah, shit. Schauen. Okay, wir haben gerade einen Extraktionspunkt. Drohnenturm in diese Richtung. So, um mal zum Drohnenturm zu kommen. So, mal schauen. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Slevi, hier ist ein M4. Sturmgewehr markiert. Oh, Spinde. Perfekt. Geld. Ups. Oh, zwei Plattenweste. Perfekt. Perfekt. So, da steht noch ein Computer. Batterien austauschen. Oh, ein Ding. Oh Gott, auf mich wird geschossen. Oh, eine Wiederbelebungspistole. Perfekt.
So. Haben wir das... Oh. Ah, da hinten. So, mal schauen. Ist das Spannendes in der Tankstelle drin? Ich denke mal nicht, aber ich glaube, recht viel Geld. $800, nice. Ultra 1 hier Kommando. Eine feindliche Raketenstellung ist im Gebiet online. Luftnahunterstützung zurzeit nicht möglich. Okay. Jemand hat eine Raketenstellung, Robert. Da wäre noch eine Stim drin, falls du brauchst. Radioaktive Pillen, wenn wir die dann nicht brauchen. So, dann zum Turm. So, Drohnenturm. Aktiviert. Perfekt. Drohnenturm aktiviert. Haben wir irgendwo Spieler in der Nähe? Sieht gerade nicht so aus. Ah, die Raketenstellung ist da drüben übernommen worden. Haben wir sonst noch was Spannendes vielleicht? Panzertape kann man nicht brauchen. Ah, shit, die falsche Taste erwischt. Panzerplatte kann man immer gut gebrauchen. Haben wir hier unten noch was drin? Oh, jetzt selbst Wiederbelebung. Perfekt. So, sehr gut. Spinnen sind halt schon wirklich eigentlich das Beste. Schlüssel nehmen wir mal mit. Schon geöffnet. Gasmaske. Nehmen wir mit. Weg hier. Schrauber. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Looten wir noch ein bisschen, dann können wir eigentlich gerade gehen. Wir sind ja hier gerade an einem Extraktionspunkt, also. Hier ist noch eine Selbstwiederbelebung. Wenn du eine brauchst, ich habe noch eine. So, schauen. Werfen wir das raus. Ein bisschen Munition. Space Stick. Ne, alles andere ist wertvoller. So, da. Ne. Nichts drin. Ne. Im Computer kann manchmal einfach so ein Schrott drin legen. Das ist so belastend. Diese Gebäude waren auch schon. Ach, da kurz in der Mitte schauen, ob da noch was Spannendes liegt. Kann ich? Ah ja, ich kann noch eine extra Waffe mitnehmen. Suchen wir noch kurz extra Waffe für zum rausnehmen, weil ich einen mittleren Rucksack habe.
schauen, mal schauen. Ich habe Ihre Beute gefunden. Videorekord noch einmal. Nehmen wir mit. Hat das Gebäude den oberen Stock? Oh. Ein Hubschrauber kommt in die Nähe, aber ich glaube, der hat uns noch nicht mal gesehen. Ich höre irgendein Fahrzeug, das passt mir nicht. Spieler dort, glaube ich. So wie der läuft, aber keine Ahnung. Oder auch nicht, ist ein Bot. So, noch eine Lockwood eingesteckt, ist doch gut. Wir können gehen. Gehen wir mal. Hoffen mal, dass wir das überleben. Aber ich denke schon. So, ich gehe da mal hier in Deckung. Ultra 1, hier Dino 4. Wir kommen jetzt zur Landezone. Im Moment sehe ich noch keine Gegner, aber das kann sich sehr schnell ändern. Hier Dino 4, wir nähern uns der Landezone. Halte sie für uns sicher. Dass sie kommen, wäre gut. Rein. Schon? Yes, wir haben's! Wir haben's einfach. Yes, wir haben es einfach, wir haben es einfach. Perfekt. Oh mein Gott, zum ersten Mal in der Folge rausgekommen. Evakuiert. So, Missionsfortschritt perfekt. Mission abgeschlossen, 2 Stück. So, eine neue Waffe freigeschaltet. Ist auch sehr gut. Das ist eine P, nicht schlecht, nicht schlecht. So, noch eine Visitenkarten-Herausforderung. Level 13, perfekt. Was jetzt noch auf Level 3? Und der Lachmann ein bisschen hochgestuft. Bisschen Battle Pass Level gemacht. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Modern Warfare 2 wieder. Schaut gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, bei High on Life und bei Faith the Unholy Trinity oder im nächsten Stream. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.